Na dann, Tag gesagt. Da sind wir wieder zurück. Wir wollten ja eigentlich hier uns mal überlegen, wo wir eine Buslinie hinsetzen, noch eine zweite. Ja, ist jetzt die Frage. Nehmen wir den Kurfürsten. Also zur Kurfürstenstraße hier hoch. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Zum Kaufhaus. Ja, dann machen wir auf Play. Das Problem, ich sehe hier schon, die Kurfürstenstraße ist so ein kleines Nadelöhr. Da würden die Busse wahrscheinlich, ja, die hier jetzt wenden, immer am Stau stehen. Naja. Gut, die Möglichkeit hätten wir, oder wir könnten noch hier irgendwie überlegen. Ich nenne den jetzt einfach Bahnhof Zoo. Muss irgendwie gedacht, ich jetzt demnächst mal umändern. Zum Zoo. Und dann hier Endpunkt wäre dann so in Wirklichkeit hier hinterm Bahnhof, ja, die Herzallee. Und wäre dann hier der Endpunkt. Ja. Hm. Hier eine Stelle. Oder, ja, Fährberliner Platz wäre doch eigentlich eine gute Sache, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, setzen wir die Linie von hier nach da. Machen wir das. Ach, was mir da gerade einfällt, ja. Letztes Mal ein kleiner Fauxpas passiert, natürlich. Die Hochdecksitzer, die ersten waren natürlich keine Dieselbusse. Da waren natürlich Benzinmotoren drin. Dieselbus wurde, also besser gesagt, der Dieselmotor wurde ja ein bisschen später erfunden. Naja, was mir, als ich nochmal so drüber nachgedacht habe, dann so eingefallen, dass ich da ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen undeutlich, besser gesagt, also nicht so ganz Passendes gesagt hatte, dass sich die Dieselbusse durchgesetzt haben, weil sie besser waren. Also der Verbrennungsmotor hat sich erstmal durchgesetzt. Sagen wir es so. So, dann sind wir am Zoo. Na, haben wir schon gesetzt hier. Am Theater würde ich sagen. Ja, nochmal eine gute Stelle. Irgendwie würde ich die ganze Zeit dann leben oder hier wenden. Und dann geht das Ganze zurück. Ja, dann machen wir mal eine neue Linie. Startet hier am Fährberliner Platz, dann zur Rankestraße, zu Hardenbergstraße, Hardenbergstraße, wieder Hardenberg, Rankestraße und Fährberliner. Wendet zum Glück auch so. Die macht hier nicht irgendeinen Murks. Ja, warum das Spiel manchmal, ich wünschte mir manchmal, man könnte so wenden, aber das macht das Spiel irgendwie nicht. Dann wäre jetzt in dem Fall sowieso Blödsinn, aber also wenn man jetzt hier hinsetzt und da, dann würde der hier irgendwo einen Schlenker fahren, was weiß ich wo lang, und würde dann hier wieder zurückfahren. Also man könnte hier nicht enden. Was ich eigentlich blödsinnig finde, aber na gut, das ist halt so. Das aus. Vier Busse wollen wir noch aufmachen. Und dann würde ich sagen, starten wir die Linie. So, dann gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt mal die U-Bahn an, wie viele Leute mittlerweile da so mitfahren. Naja, könnte ein bisschen besser sein. Seite hier 2-1 U-Bahn. Also irgendwie müssen wir auf jeden Fall auch noch den Neulendorfplatz anschließen, weil das macht noch nicht so viel Sinn, sonst wie es aussieht. Man könnte natürlich jetzt hier so ein Stückchen noch nach hier die U-Bahn bauen, zum Beispiel zum Fährbediener, aber dann wäre jetzt den Bus nicht mehr. Dann wird es vom Gate wahrscheinlich auch recht knapp werden.
Also gehen wir erstmal nach oben. Ja. Und noch eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall könnten wir mal die Fahrpreise noch ein bisschen senken. Dass es noch ein bisschen attraktiver ist. Ja, Thema Straßenbahn. Jetzt war es natürlich damals so, dass in Berlin 1920 eigentlich in ganz Berlin Straßenbahn fuhr. Ja, zum Beispiel den Groß-Berliner Ring. Das war so ein Kreis außenrum, die Straßenbahn fuhr da lang. Aber ich dachte mir, bevor wir dann wirklich wieder alles umbauen, das was dann so ein bisschen so halten, was jetzt zur Zeit ist, dass die Straßenbahn ja eigentlich nur im Ostteil fährt. Ja, zum Beispiel Oslo fährt sie ja dann jetzt mittlerweile auch bis zur Amrumer, aber das sind so kleine Verlängerungen, die ja nicht so wirklich zählen. Irgendwann wollen sie ja dann demnächst auch mal die Turmstraße anschließen. Deshalb würde ich dann sagen, Straßenbahn sitzen wir so vom Alex ausgehend. Die Otto-Braun-Straße hoch und die Greifswalder. Das war ein bisschen hier, genau, Greifswalder. Prenzlauer Allee, so die ganzen Strecken kann man dann hier so hochführen. Aber das machen wir später. Habe ich eigentlich schon das Brandenburger Tor gezeigt? Ich glaube nicht. Mal drehen. Ist eigentlich recht gut geworden. Auch die Schwadriga sieht da eigentlich. So. Naja gut, die Plätzchen. Aber sonst in die richtige Richtung gucken wir auch. Ja, der Pariser Platz. Darf hier auch nicht befahren werden. Komplett nicht. Jetzt werden demnächst wohl auch die Pferdekutschen verboten werden. Pariser Platz. Ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile schon ist. Letztens gelesen. Boah, ich bin eigentlich. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Die Tierschützer. Ja. Die Tierschützer haben sich da jetzt durchgesetzt. War jahrhundertelang eigentlich mal ein Nutztier, so ein Pferd. Heutzutage ist es irgendwie nur noch. Naja, gut, muss jeder selber wissen. Ich finde es ein bisschen schade so. Hat ein Pferd auch noch irgendwie einen Sinn? Hier läuft es ja schon mal an. Hier haben wir ein. Vier sind im Bus, oder? Ja. Ist doch gut. Da haben wir auch vier drin. Hier bin ich später mal gespannt. Das müsste dann richtig, richtig voll werden. Wenn wir erstmal mehrere U-Bahn-Linien halten, kriegen wir die wahrscheinlich da alle gar nicht mehr weg. So, Neuendorfplatz hatten wir gesagt. Da sollten wir auch nochmal da liegen. Also eigentlich wäre das hier eine ganz gute Idee. Jetzt ist die Kurfürstenstraße recht frei. Aber ja, man könnte, wenn man hier anschließt, sogar noch das Theater mitnehmen. Bibliothek. Frei. Hier noch mal eine Haltestelle hin. Oder wenn wir hier unter eine hinsetzen. Das ist natürlich schon recht. Na gut, die da unten ist auch recht lang, Alter. Ja, werden wir so machen. Das Geld misst sich aus. Uns fehlt noch ein bisschen. Deshalb, also wir müssen auf jeden Fall was tun. Dann würde ich sagen, machen wir das doch gleich so. Eine Haltestelle hier. Ach, auf der Seite. Können wir jetzt nicht. Außenrichtung. So können wir. Ja doch, so rum ist ja sowieso besser zu drehen, damit die sich hier nicht überschneiden. Theater. Bibliothek. Da ist die Haltestelle. Das gucken wir gleich. Vielleicht schon ein bisschen dicht. Ein Hotel und Kaufhaus. Jetzt mal hier noch ein Stück überhaupt. Das ist eine Frage. Wenn jetzt hier eine Haltestelle hinsetzt, dreht er dann schön hier über den Platz und fährt hier hin.
Versuchen wir es mal. Ich hoffe es ja. Mit dem Abbiegen wird natürlich vielleicht eher hier umsetzen sollen. Aber gut, das kriegen die Busse hin. So, Linie erstellen. Linie 3. Haltestelle hinzufügen. Die erste Haltestelle, Charonstraße. Jetzt, das hat ja gut geklappt. So, in die Richtung. Zweite wäre dann Tiergartenstraße. Ja. Hildebrand. Kaufhaus. Jo. Könnten wir ja umbenennen. Kaufhaus des Westens oder so. Die nächste Haltestelle. Elise Lasker Straße. Lasker Schülerstraße? Also die kenne ich gar nicht. Also wenn man es jetzt selber schreiben würde, glaube ich, könnte man das nicht so lang schreiben. War, glaube ich, nur 16 Zeichen. Da gibt es auch eine Mod zu, dass man 32 hat, aber die habe ich nicht drauf. Ja, läuft genauso, wie ich es haben würde. Wie gesagt, es ist immer schwierig, wenn die dann anders rumziehen und sich überkreuzen. Gerade bei Straßenbahn kommt es dann ab und zu mal zu Gridlocks. Oh, jetzt haben wir einen ausgelassen. So, und heißt jetzt Siegmund. Oder Siegesmund. Siegesmundstraße. So, und damit ist sie geschlossen. 11 Haltestellen. Ist schon recht lang für die kleinen Busse. Aber wir gucken mal. Und starten aus, damit wir keinen Augenkrebs kriegen. Und dann gucken wir mal, was die Linie 3 so macht hier in den Bussen. Ja, wenn man die Liniennummern noch editieren könnte, aber ich weiß nicht, ob es dazu einen Mod gibt, dann natürlich auch hier. Da müsste ich nochmal gucken. Also Mods im Spiel gibt es immer noch bei auf der Seite wiesen.net, wenn mich das alles täuscht. Wenn ihr das Spiel habt oder euch auch vielleicht noch holen wollt, das kostet auch nicht mehr so viel. Die Addons sind auch recht günstig. Ich warte immer, also ab und zu, ich habe noch Addons auf meiner Wunschliste bei Steam, ehrlich gesagt. Wie zum Beispiel New York und so. Die ja schon mal im Angebot sind, kosten die nur 2,50. Also kann man dann schon mal überlegen, ob man es noch macht. Ist halt ein altes Spiel. Schwierig. Aber ich spiele es ab und zu halt immer wieder gerne, weil es gibt eigentlich auch nicht unbedingt was Vergleichbares. Ich weiß ja nicht, wer von euch noch das Original kennt. Von Joe Wood damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Es hieß Verkehrsgigant. Ich glaube, Verkehrsgigant, vor allem angelehnt an die Industriegiganten-Reihe. Ah, hat mir damals mega viel Spaß gemacht. Das Blöde war, man musste ständig speichern. Das ist ständig abgespielt, abgestürzt. War damals halt noch eine andere Zeit. Da gab es halt eine Menge Titel, die Low-Budget waren, die dann überhaupt nicht liefen. Hat ein bisschen den Spielspaß gedrückt, sage ich immer wieder. Also es hatte eine Menge Bugs und wie gesagt, es ist einfach gecrashed und dann war es hin, wenn du vergessen hast zu speichern. Blöd. Also das habe ich hier noch nie so viel erlebt. Müssen wir natürlich gucken hier, weil mit den ganzen Mods kann das natürlich auch passieren. Aber an sich läuft es eigentlich recht stabil. Mal gucken, was mit dem Framerate so los ist, wenn die Fahrgastzahlen spalten. Mein Rechner ist jetzt auch nicht ganz so der mega beste. Einer der Gründe, warum ich überhaupt überlegt habe, ob ich das überhaupt hier machen will. Müssen wir mal ausprobieren, wie es so läuft. Also bei Transportfieber hatte ich schon öfters mal so, aber da haben ja auch andere ganz schön arge Probleme, obwohl sie Mega-Rechner haben.
Allerdings könnte man da auch mal ein Let's Play zu machen mit dem Kapazitätserhöhungsmod. Braucht man ja dann auch theoretisch weniger Fahrzeuge und kriegt mehr weg. Müsste man mal überlegen. So, 9, 9, ach ja, das war hier echt eine gute Idee, glaube ich. 9 ist natürlich schon mal mega. Wie sieht es jetzt am Fährberliner Platz aus? Weil man kann ja sogar die Fahrgäste hier... Man kann die eigentlich auch richtig verfolgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ging auf jeden Fall. Da muss man die ganze Zeit durchklicken, damit der man so hinterher geht, aber eigentlich... Ja gut, kann man natürlich auch machen. Wie wir jetzt zum Theater zum Beispiel schon mal, das ist doch gar nicht schlecht. Das heißt, ich werde jetzt wirklich einmal komplett mit dem Ding mit. Also ich glaube, das könnte fast unsere beste Linie hier werden. Bevor ich halt ein bisschen Angst hatte, deshalb habe ich sie hier nicht so unbedingt reingelegt. Das ist einmal der Staufaktor und zweitens ganz außer, ganz schnell dazu kommen, dass wir das gar nicht mehr schaffen, sie alle wegzukriegen. Weil, wie gesagt, das Spiel taktet die Busse jetzt nicht ganz so gut ein. Wenn wir Pech haben, fahren dann 10 Busse hintereinander irgendwann. Bringt also auch nichts. Deshalb ist es immer so eine Sache, deshalb habe ich überhaupt den Kapazitätenmod drinnen. Weil man kann natürlich immer Busse, bis es nicht mehr geht, drin stopfen. Das ist immer, stopft es dann die Straßen noch mehr zu. Und zweitens fahren die, wenn man Pech hat, alle hintereinander weg. Man hat dadurch nicht wirklich was gewonnen, weil die dann an einer Haltestelle trotzdem ewig warten. Bis sie dann irgendwann sagen, wir haben keine Lust mehr, mit dem roten Kopf gehen und mit dir am Auto fahren. Und das dann auch erstmal wieder eine Weile nur noch tun mit dem Auto. Dann geht der Balken hier ganz weit runter irgendwann und dann... Ja, hey, jetzt ist der Bus schon voll. Das ist glaube ich der erste Bus, den ich hier voll sehe. Selbst hier. 3. Naja, okay, zum Theater. Die Theater scheinen zu ziehen. 7. Wir wollen jetzt alle zum Theater, dann ist der schon mal voll. Ja, dann müssen wir gleich nochmal die U-Bahn angucken. Dieses Bild im Bild kostet glaube ich auch eine Menge Prozessorleistung. Oh gut, das ist ja nicht viel. Nur Autos weg. Hier ist auch. Haben die doch Tatsache das U-Bahn-Netz von Berlin geklaut hier, ne? Ja. Steht da, ich glaube, Ulanstraße. Kannst du nicht genau lesen, aber irgendwie sowas scheint es zu sein. So, 30 immerhin schon. Also so ab und zu mal die Fahrpreise runtersetzen. Quatsch, hier macht schon eine Menge aus. Ist jetzt sogar schon wieder. Die Wirtschaft scheint ein bisschen runterzugehen. Quatsch, da brauchen wir ja nicht ran. Bringt ja nichts. Gucken wir uns mal die Wirtschaft an hier. Da, bei den Paragraphen links, der Bums da. Nicht Paragraphen, Quatsch, Diagramme. Wirtschaft ist hier. Ja. Ist ein bisschen am sinken, aber gut. Preise sind recht stabil. Arbeitslosigkeit ist bei 4%. Aber das geht auch noch. Ich weiß nicht, ob wie realistisch ist es nicht, dass uns hier 1929 dann das ganze im Keller absackt. So, Bülowstraße. Ja, Magdeburger Platz heißt die alte Stelle. Hab ich doch gehört. Oh, ich glaube, ich werde mal zwischen den Folgen jetzt alles umbenennen.
21. Na, das ist doch klasse. 36 kommen an. Die Türen gehen übrigens auch auf. Nur das Innenleben ist halt nicht so schön gestaltet. Aber gut. So unwichtig. Zu der Zeit durfte ja in den Zügen auch noch geraucht werden. Es gab Raucherwagen und Nichtraucherwagen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das da drin aussah in so einem Raucherzug. Alle schön die gut genährten Herren mit ihrer dicken Zigarre da drinnen sitzen und gemütlich ihre Zigarre rauchen und Pfeife. War bestimmt angenehm. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben. Ja, ist immer so schön, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. In dem Sinne werden wir mal gucken, dass wir vielleicht noch eine Linie dazu setzen. Erstmal gucken wir mal, wie jetzt zurzeit finanziell aussieht. Ah, so 300 fehlen noch. Dann sieht es schon ganz gut aus. Könnte eine gute Buslinie sein. Frage ist, wohin? Aber das sind hier, glaube ich, mehr so reine Wohngebiete. Wir können ja mal gucken, so aussieht. Jupp, das leuchtet alles hell. Arbeitsstätten. Ah, sind auch ein paar bei. Shopping gar nicht. Freizeit. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man die hier hinfährt, steigen vielleicht in den Bus um und fahren weiter bis zum Einkaufen. Also von der Seite her könnte man schon überlegen, ob man hier überlegt, noch eine Linie runterzuführen. Was machen wir hier noch so? Da haben wir noch ein Bürogebäude. Eine Tankstelle. Ja, man könnte noch bis hierhin fahren. Das wäre eine Überlegung wert. Würde wahrscheinlich eine ganze Menge Leute hier noch hochbringen. Wie viel hier so hin werden, weiß ich nicht. Ich denke mal hier, ja, hier ist das Ministerium. Da werden wir eine Menge arbeiten. 195. Naja, das ist schon. Im Hotel arbeiten auch 75. 54 Flaschen Champagner getrunken letzten Monat. Mhm. Hier ist noch ein Hotel. 86 Räume gereinigt im letzten Monat. Ja, was immer uns das sagen möchte, aber wahrscheinlich, dass es gut besucht ist. Arbeitsstätten, Shopping, Freizeit, naja. Entweder. Nee, also ich würde fast sagen, wir machen nochmal von hier. Könnte man sogar die Haltestelle nehmen, hier lang, so rum, hier wieder rein. Nee, hier würde sich wieder überschneiden. Das ist Mist. Na, wird's schon. Na gut, dann müssten wir halt hier rüberlaufen. An sich. Ja, ist nicht schön. Müssen wir mal ein bisschen laufen. Ne? Also ganz kleine Häuser sind halt hier schwierig. Also hier wird nicht viel passieren, denke ich mal. Wir wohnen hier 6. Wir haben eine Aufgabe. Mir gehören die meisten Casinos in der Stadt. Und ich hoffe, dass sie mich unterstützen können. Es gibt da ein Luxushotel, in dem viele potenzielle Kunden übernachten. Können Sie dafür sorgen, dass das Casino unkompliziert erreichen? Na,
Das Blöde ist, man kann halt nicht vorher gucken, wenn mir nicht alles täuscht, von wo bis wo muss. Wir nehmen es einfach an, ist aber wurscht, ob was Aachen oder nicht. Das kriegt halt 3000, ich glaube immer. Ist völlig am anderen Ende der Welt hier scheinbar. Ja, am Alex. Und das Hotel ist das, was wir schon angeschlossen haben. Und wir sollen 20 Fahrgäste befördern. Mit einer Linie. Ah, das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich es gemeint, aber ich glaube wirklich, sie wollen eine Linie, die komplett von hier nach da drüben führt. Und da könnte man höchstens mit einer U-Bahn machen. Also ein Bus von der Streckenlänge, der wäre hoffnungsvoll los überladen. Überlastet. Keine Chance. Wenn wir irgendwann mal annehmen, vielleicht erledigt sich das dann voll allein. Ah, wir werden jetzt erstmal die hier bauen. Oder erstmal die einstellen. So, gehen wir mal kurz ein. In Richtung. Was sind wir hier hin, würde ich sagen. Ja, das ist schön mittig. Ah, da stehen wir schon. Also. Es läuft. Muss ich sagen. Hier nochmal in dem schönen Park hier, keine Ahnung. Was für ein Park. So, hier nochmal. Dann setzen wir hier wieder da Wand. Hier unten eine hin. Und dann geht's wieder zurück. Was soll das für ein Park? Da steht hier Quelle. Das ist die Quelle. Freizeit. 50 Cent im letzten Monat reingeworfen. Ja, das sind meine. Habsburger Straße, Eisenacher und Grunewald. Ein Stadtpark. Ich würde jetzt fast sagen, der Volkspark. Aber nicht der in Friedrichshain. So, dann starten wir mal die Linie. Neue Linie, Linie 4. Haltestelle hinzufügen 1. Die Drakestraße. Klar. Der nächste ist Grunewald. Barstraße. Oh, das passt ja alles furchtbar zusammen. Winterfeldstraße. Drehen wir hier schön am Neulendorfplatz. Einmal rum. Und wieder zurück. Dann wieder 4 Fahrzeuge. Und wie sind 4, habe ich so gemerkt, glaube ich, ziemlich gut erstmal machen. Wir werden jetzt gleich nochmal bei Linie 3 gucken, ob es noch hinhaut, aber. Jetzt eröffnen wir erstmal. So, und dann würde ich sagen, sind wir ja auch schon langsam wieder so an der Zeit, wo ich sagen würde, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was immer ihr gerade habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.